In Israel hat erneut gewalttätiger religiöser Extremismus Schlagzeilen gemacht. Ein Fernsehteam wurde von einer Gruppe ultraorthodoxer Juden angegriffen, als es einen Beitrag über einen wenige Tage alten ähnlichen Vorfall drehte. Das Team wurde mit Steinen beworfen, technisches Gerät gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Stadt Beit Shemesh bei Jerusalem. Dort war kürzlich ein 8-jähriges Mädchen von Ultraorthodoxen massiv angefeindet worden, weil es angeblich nicht züchtig genug gekleidet war. Im Fernsehen erklärte das Mädchen, es habe mittlerweile Angst, zur Schule zu gehen. In Israel häufen sich seit einiger Zeit Klagen über das aggressive Verhalten der Ultraorthodoxen. Dieses richtet sich besonders gegen Frauen, etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln. Nämlich dann, wenn sich Frauen in sogenannten koscheren Bussen nicht nach hinten setzen. Wenn sich eine Frau im Bus nach hinten zu setzen habe, dann sei das weder Schande noch Erniedrigung, sagt dieser orthodoxe Rabbi. Mit ihrem Verhalten beweise die Frau nur ihre Demut. Dieses Frauenbild lehnt allerdings der weltliche Teil der israelischen Gesellschaft ab. In Jerusalem kam es kürzlich zu Protestkundgebungen gegen den orthodoxen Einfluss. Jerusalem sei nicht Teheran, hieß es. Inzwischen kündigte die Regierung an, stärker gegen religiöse Eiferer vorgehen zu wollen.